Hallo, liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Westen bis Osten. Ich bin Onyxon und das hier ist Diablo 2, Lord of Destruction. Und wir sind noch nicht fertig. Wow, sowas, ne? Damit hat jetzt keiner gerechnet, dass da noch was kommen könnte. Und die Frage ist natürlich, was könnte da noch großartig kommen? Und ich merke gerade, das wird gar nicht so schnell gehen, wie ich es mir erhofft habe. Macht aber nichts, stört uns nicht. Das kriegen wir alles hin, so wie es sein sollte. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen, okay? Also, gut zuhören, dann lernt ihr vielleicht noch was oder auch nicht. Es war einmal, vor langer, langer Zeit, ein Spiel namens Diablo. Und die Leute frohlockten und genossen es und überhaupt und sowieso. Man durfte die wundervolle Stadt Tristram besuchen, hat dort jede Menge nette Leute kennengelernt und in den unterirdischen Katakomben jede Menge Viehzeug verkloppt und hatte einfach seinen Spaß. Aber manchen Leuten war das offenbar nicht genug. Ja, Tristram gab nicht übermäßig viel zu entdecken her, zugegebenermaßen, aber wenigstens ein paar Dinge. Zum Beispiel irgendwelche Durchgänge, die gelegentlich einfach mal auftauchen, letzten Endes bis direkt runter zur Hölle. Oder auch mit dem Add-on irgendwann mal irgendwelche komischen Nester, wenn man es so nennen will, in die man hinabsteigen darf. Und noch ein kleines Grab auf dem Friedhof und so. Aber auch das war den Leuten offenbar nicht genug. Und so kamen dann irgendwelche seltsamen Gerüchte auf. Vielleicht ändert sich noch der ein oder andere. Da waren mal drei Kühe. Ja. Tatsache. Ah, hier sind wir richtig. Das ist gut. Sterbt mal bitte alle. Da waren mal drei Kühe. Und zwar so ziemlich dort, wo wir gerade jetzt rumlaufen. In dieser Gegend hier. Ja, wir sind wieder in Tristram. Und diese drei Kühe kamen den Leuten irgendwie komisch vor. Warum sind diese Kühe da? Warum kann ich die anklicken? Warum machen die Mu, wenn ich sie anklicke? Und wer denkt sich so einen Scheiß aus? Und weil die Leute schon immer gerne rumfantasiert haben, haben sie das natürlich auch in dem Fall gemacht. Und haben sich überlegt, Mensch, diese Kühe müssen eine Bedeutung haben. Es gibt ein geheimes Kuh-Level. Und dieses Gerücht hat sich sehr schnell verbreitet, auch wenn es dafür keinerlei Belege gibt. Und Blizzard hat sogar selbst dazu Stellung genommen, mit einem netten Easter Egg, wenn man es so nennen will, in dem Spiel StarCraft, wenn ich nicht lüge. Entschuldigung, falls das jetzt falsch ist, aber ich meine, in dem Spiel StarCraft gab es noch einen Cheat. There is no Cow Level, also es gibt kein Cow Level. Tja, das waren die guten alten Zeiten, als die Welt noch in Ordnung war. Und als Diablo noch was Neues war für die Menschheit und als Entwickler ihren Humor noch auf andere Art und Weise verbreitet haben oder so. Jetzt haben wir aber irgendwie bei dem Spiel hier schon das Jahr 2000 oder so erreicht und diese Geschichte mit dem Kuh-Level war wohl sehr populär und dann kamen Leute auf ganz seltsame Ideen, wie beispielsweise Wirretsbein und ein Stadtportal, Entschuldigung, Buch des Stadtportals, zusammen in einen Horror-Triumwürfel zu legen und einfach mal auf Verwandeln zu klicken. Und dann gibt's da sowas. Ja, willkommen im geheimen Kuh-Level, die Mumu-Farm. Hört ihr's? Oh, es ist schön. Mo, mo, mo. Ja, willkommen im gestörtesten Easter Egg und wahrscheinlich legendärsten Easter Egg aller Zeiten. Blizzard hat tatsächlich das gemacht, was ewig ein Gerücht war. Dieses vermeintlich existierende Kuh-Level aus Diablo 1, das es nie wirklich gegeben hat, ist fester Bestandteil von Diablo 2 in absolut jeder Version. Selbst wenn ihr die Standardversion des Spiels habt, ist dieses Kuh-Level verfügbar. Allerdings muss man eine Bedingung erfüllen, um es betreten zu können. Oder eigentlich mehrere Bedingungen. Erste Bedingung, ihr braucht natürlich Wirrets Bein. Zweite Bedingung, ihr braucht ein Foliant des Stadtportals mit mindestens einer Rolle drin. Ich glaube, mit weniger geht auch gar nicht, aber ich weiß nicht. Vielleicht können die auch null Rollen haben, aber ich weiß nicht, ob es dann funktioniert. Also, dafür keine Garantie. Dann braucht ihr natürlich den Horadrim-Würfel, um das Ganze zusammenzufügen. Wo ihr das macht, ist übrigens völlig egal. Ich habe es jetzt einfach nur in der Stadt gemacht, weil es naheliegend ist. Ja. Und dann braucht ihr aber noch etwas. Das funktioniert nämlich nicht von Anfang an im Spiel. Ihr müsst das Spiel zu Ende gespielt haben, auf irgendeinem Schwierigkeitsgrad.
Und dann könnt ihr das Q-Level aber nur auf diesen Schwierigkeitsgrad öffnen. Das heißt, wir haben das Spiel auf Schwierigkeitsgrad normal beendet, haben alle 5 Akte gespielt und dann dürfen wir ins Q-Level. Früher, als es noch kein Add-on gab, also auch noch keinen 5. Akt, hat es gereicht, wenn man alle 4 Akte durchspielt und dürfte dann ins Q-Level. Was ist das Tolle hier dran? Mal abgesehen davon, dass es eigentlich ziemlich gut Erfahrungspunkte gibt, hat man auch relativ gute Chancen, gute Gegenstände zu finden. Zum Beispiel hier mal einen gesockelten Schlachtstab oder so, für den ich keinen Platz im Inventar habe, okay. Aber ja, man kann hier alles Mögliche finden und je höher der Schwierigkeitsgrad, desto mehr gutes Zeug findet man natürlich. Außerdem gibt es hier auch noch einen ultimativen Boss, in Anführungszeichen ultimativ. Wir sind auf Schwierigkeitsgrad normal, da wird er nicht so ultimativ sein. Aber es gibt ihn, den sogenannten Kuhkönig, der sehr, sehr viele ungewöhnliche Fähigkeiten normalerweise hat oder sehr, sehr viele effektive Fähigkeiten. Wir gucken uns den auch noch an, aber erst laufen wir hier noch ein bisschen rum und haben Spaß daran, Kühe zu töten, weil wir es können. Ja, ich hab's gehört. Irgendwer hatte hier sehr viel Humor offensichtlich. Allerdings muss man zum Kuhkönig eine Kleinigkeit wissen. Wenn man den Kuhkönig besiegt, also ihn tötet, dann kann man das Kuh-Level auf diesem Schwierigkeitsgrad mit diesem Charakter nie wieder öffnen. Sollte man im Multiplayer-Modus sein und irgendjemand anderes macht das Portal auf, kann man durchgehen, gar kein Thema. Aber man kann selbst keins mehr öffnen. Es sei denn natürlich, ihr spielt das Spiel auf einem höheren Schwierigkeitsgrad durch oder mit einem anderen Charakter, dann könnt ihr wieder ein Kuhportal öffnen. Aber gut, es ist also beschränkt. Aber wenn man das weiß, kann man natürlich auch genauso gut den Kuhkönig am Leben lassen und alles andere killen. Ich habe ja schon mal irgendwann erwähnt, dass es früher relativ üblich war im Battle.net, also online, Leute durch das Spiel durchzuziehen, dass sie alle Schwierigkeitsgrade freigespielt haben und alle Bosse besiegt haben. Der Grund dafür war unter anderem das hier. Angeblich der beste Ort, um zu leveln und gleichzeitig gute Gegenstände abzugreifen, zu farmen, zu was auch immer. Zu grinden, schlagt mich tot, sucht euch ein Wort aus. Ob das jetzt der beste Ort ist oder nicht, keine Ahnung. Aber es war dann eben relativ üblich, dass die ganzen Low-Level-Charaktere, nachdem sie durch das Spiel durchgezogen worden sind, auch gleichzeitig dann mit hier ins Q-Level gegangen sind mit anderen Leuten, mit starken Leuten. Die haben sich natürlich da durchgeprügelt, die Starken, und der Low-Level-Charakter läuft hinterher, kassiert Erfahrung und kann sich ein bisschen Zeug einsammeln, falls er was findet, was er braucht. Natürlich haben die ganzen hochleveligen Charaktere auch versucht, hier gute Sachen abzugreifen, gar kein Thema. Das ist eigentlich so mit ein Grund, warum man das immer macht, weil halt eine relativ gute Chance besteht, dass man hier was Brauchbares findet. Nicht das Beste, aber was Brauchbares. Gerade gesockelte Gegenstände, Edelsteine, Runen, sowas findet man hier eigentlich ständig. Ja, und so gab's dann wirklich jahrelang auf den Servern von Diablo 2 Server, die sich praktisch nur auf Cowruns begrenzt haben. Der Server, der eigentlich oft online war oder sehr oft und das mehrfach, der mir im Gedächtnis geblieben ist, ist Moskau, also wie die Stadt Moskau im Englischen M-O-S-C-O-W, ne, die russische Stadt Moskau, Englisch Moskau. Und da wusste jeder sofort, mit Moskau ist natürlich ein Cowrun-Level gemeint und waren dann, was weiß ich, 5, 6, 7 Server, die den Namen hatten online. Da haben sich Leute einfach getroffen, bis 8 Leute zusammen sind und erst dann hat irgendjemand das Q-Level geöffnet und man zog los, um Kühe niederzumetzeln. Weil, je mehr Leute im Spiel sind, desto stärker sind die Gegner, das wissen wir, aber auch desto höher ist die Drop-Rate für gute Gegenstände. Also die Drop-Rate allgemein. Wenn mehr Spieler da sind, dann müssen die Gegner auch mehr Zeug fallen lassen, damit jeder Spieler was Ordentliches kriegen kann. Logisch, ne? Und so hat man dann halt einen Q-Run nach dem anderen gemacht. Wenn dann jemand dabei war, der gesagt hat, ich will den Kuhkönig killen, dann hat der halt rechtzeitig gesagt, okay, Leute, geht aus dem Server raus, ich kill den König, dann könnt ihr wenigstens noch weiterhin das Level öffnen, wenn ihr das wollt. Und dann ist okay. So, da waren schon mal ein paar Diener. Dann wissen wir, hier kommt jetzt gleich der Kuhkönig. Ich mach mal eine andere Waffe, irgendwas Schwaches. Haben wir was Schwaches? Ich hab Inferno, okay. Ich würde gerne die Diener zuerst killen. Das ist auf jeden Fall der Kuhkönig. Ein Höllenbulle, ja, ist schon klar. Magieresistenz sehe ich. Was noch? Ach, die Diener nerven. Sterbt durch mein Inferno. Ihr seht schon, das zieht unwahrscheinlich wieder ab. Da sieht man mal, wie stark meine Frostsphäre ist, ne?
Ich liebe euch, ihr Kühe. Okay, den anderen Diener zerlegen wir auch noch schnell. Das zieht mir nicht mal Mana ab. Wie geht denn das? Der Inferno-Zauber kostet eigentlich extrem viel Mana normalerweise, aber okay. Gucken wir doch mal nach. Fähigkeiten. Inferno kostet auf Level 4 7 Mana pro Sekunde. Und das reicht nicht, um den Mana abzuziehen. Geil. Okay, da haben wir ihn. Der Kuhkönig. Er ist magieresistent, hat eine Blitzverzauberung und ist immun gegen Blitze. Was für ein Glück. Der Kerl kann mit allem auftauchen. Also magieresistent und Blitzverzauberung hat er eigentlich so ziemlich immer, meine ich mal. Dann kann er noch Steinhaut haben, extra stark, extra schnell, immun gegen verschiedene Elemente, nicht nur gegen Blitze, und sogar immun gegen Körperschäden. Das heißt, Leute, die mit Waffen kämpfen, machen dem keinen normalen Schaden. Wenn sie ihre Waffen mit irgendwas verstärkt haben, also Elementschaden oder sonst irgendwas, dann können sie ihm vielleicht noch Schaden machen, wenn es gerade das richtige Element ist, aber ansonsten haben sie gelitten. Und ihr seht, der zieht ganz schön was ab. Und jetzt gucken wir mal, ob ich ihm was abziehe. Ups. Okay, und damit darf ich das Level nie wieder betreten. So eine Sauerei. Okay. Zurück nach Tristram. Ja, da haben wir doch alle was gelernt, ne? Es ist sinnlos, unnötig und, oh wow, sogar das, was ich eingesammelt habe, ist unnötig. Aber ich wollte es einfach mal noch gezeigt haben, der Vollständigkeit halber. Das geheime Q-Level, es ist eine schöne Sache. Und ich finde das eine interessante Reaktion von Blizzard einfach auf dieses Gerücht, dass es in Diablo 1 eben ein Q-Level gab, nur weil da drei Kühe rumstehen und Mu machen, wenn man es anklickt. Geilste Idee ever oder so, oder auch nicht, keine Ahnung, aber auf jeden Fall eine extrem geile Idee. Und ja, musste einfach jetzt noch sein, wie gesagt, Vollständigkeiten so, ne? Also Leute, das war's von meiner Seite, diesmal endgültig mit Diablo 2 Lord of Destruction. Ich war euer Nixan und ich sage euch, ciao, macht's gut und bis zu meinem nächsten Projekt.